Grüß euch alle miteinander. Ich stehe bei uns in der SMR Arena, leider ohne Fußball und ohne Zuschauer. Die Corona-Krise schickt uns in die Zwangspause. Wie ihr mitbekommen habt, haben wir ein Solidaritätsticket ins Leben gerufen, welches für uns enorm wichtig ist. Jeder Cent von dem Ticket trägt dazu bei, dass wir auch zukünftig Regionalliga-Fußball hier in Buchbach leisten können. Die Situation bei uns ist sehr angespannt und wir sind um jeden Pfennig angewiesen. Wir haben aktuell 250 Tickets verkauft. Es wäre super, wenn wir an die 500 Stück kommen würden. Bitte unterstützt uns, damit zukünftig Buchbach auch Regionalliga-Fußball bieten kann. Vielen Dank für eure Hilfe. Liebe Fans des TSV Buchbach, unterstützt uns jetzt mit dem Solidaritätsticket, um in Zukunft weiterhin Regionalliga-Fußball in der SMR Arena genießen zu können. Also, halt mal zusammen! Liebe Fans, unterstützt den TSV mit dem Kauf der Solidaritätstickets, um auch weiterhin vermeintliche Favoriten wie 60 München und Jan Regensburg im Buchbach stolpern zu sehen. Also, halt mal zusammen! Servus Buchbach-Fans, unterstützt uns mit dem Kauf von Solidaritätstickets, damit wir auch weiterhin mit unserem familiären Zusammenhalt die Regionalliga bereichern können. Halt mal zusammen! Liebe Freunde des TSV Buchbach, unterstützt uns jetzt mit dem Kauf eines Solidaritätstickets, damit wir weiterhin live auf Sport 1 in Buchbach große Mannschaften an ihre Grenzen bringen. Also, halt mal zusammen! Servus liebe Buchbach-Fans, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin tatkräftig unterstützen würdet mit Solidaritätstickets, damit auch weiterhin am Freitagabend um 19 Uhr bei Flutlicht die SMR Arena brennen kann. In diesem Sinne, bleibt gesund und halt mal zusammen. Servus liebe Fans des TSV Buchbach, unterstützt uns bitte mit dem Kauf des Solidaritätstickets. Ich glaube, wir können es alle schon nicht mehr erwarten, bis in der SMR Arena noch am Tor mal wieder so richtig brodelt und bis dahin heißt zusammenhalten. Liebe Freunde des TSV Buchbach, halt mal zusammen, damit auch weiterhin die größte Fußballfamilie in Bayern bestehen bleibt.